Hey Leute, und es gibt noch einen kurzen Clip, bevor es dann mit dem Film Morgen in französischer Sprache richtig losgeht. Ach, aber um die Sammlung vollständig zu haben, vorausgesetzt es kommt in den nächsten Stunden nicht noch mehr heraus, soll natürlich auch das hier nicht unerwähnt bleiben. Und zwar sehen wir hier Shadybug und Claw Noir in Marinettes Zimmer, das an der rechten Seite ein klaffendes Loch in der Wand aufweist. Während Shadybug im Hintergrund vermutlich in Marinettes Tagebuch liest, irgendwas hält sie zumindest in der Hand, spielt Claw Noir im Vordergrund mit Marinettes Puppen. Dabei setzt er die Cat Noir-Puppe aus irgendeinem Grund auf den Kopf von Ladybug. Ja, ich lasse das jetzt mal so stehen. Wie man sieht, hat Marinette in diesem Film offenbar immer noch ihren Plan von Adrien, wo er so hingeht und so weiter. Ja. Bin mal gespannt, was der Adrien aus diesem Alternativuniversum dazu zu sagen hat. Ach, und was ich auch noch kurz ansprechen wollte, ist dieser andere Clip hier, den ich glaube ich noch nicht in meinen Videos erwähnt hatte. Interessant finde ich hier nämlich den Umstand, dass sowohl Shadybug als auch Claw Noir im Gesicht dunkle Adern aufweisen. Man sieht das auch hier bei Claw Noir etwas an der Wange. Was es auch ist, es sieht auf jeden Fall nicht gesund aus. Allgemein könnte man vielleicht auch festhalten, dass die ganzen Glücksbringer von Shadybug ziemlich brutal zu sein scheinen. Im Gegensatz zu denen von Marinette, die meist eher einen kreativen Lösungsansatz erfordern. Shadybug hingegen scheint mehr nach dem Motto zu gehen, erst zuschlagen und dann Fragen stellen. Oder aber gleich auf die Fragen verzichten. Noch ein kleiner Blick auf Claw Noirs Stab. Und natürlich die Szene, die vermutlich viele von euch schon gesehen haben, wo Claw Noir so tut, als würde er Shadybug auffangen und sich dann darüber lustig macht, dass er es nicht getan hat. So, also ich schätze, das dürfte erstmal alles an News für den Film sein. Falls jetzt nicht noch weitere Trailer kommen. Na, mal schauen. Schreibt mir wie immer gerne eure Meinung in die Kommentare, lasst ein Abo da, wenn euch der Content gefällt und wie immer, bis zum nächsten Mal.